Es ist Dienstag, 18 Uhr und willkommen zurück zu Yakuza 6, Song of Life. Wir beschäftigen uns gerade aber mit künstlichem Leben in Form einer AI-App auf unserem Handy, die ein Assistent ist, die, falls sie wirklich auf ein Era 2016-Handy laufen würde, extrem beeindruckend ist, weil wenn ich überlege, was für ein Handy ich 2016 hatte. Was für ein Handy hatte ich 2016? Ich glaube ein Xperia XY. Dingsbums, ich weiß gar nicht, habe ich das noch? Das war auf jeden Fall das letzte kleine Telefon, was ich hatte, weil das war so ein kleines, kompaktes Telefon, was eigentlich ganz geil war. Weil es war halt klein, hatte nur okay. Siehst du hier, ich. Bitte? Boah, ich bin im Kampf mit Kusaka, ist ja interessant. Aber das Ding war halt nicht so, war nicht besonders. Oh, der droppt tatsächlich was. Ey, 9000 Geld, wir finden also doch Geld. War nicht besonders potent. Das hat zumindest in seiner Lebzeit nicht geruckelt. Ich musste das Ding tatsächlich aufgeben, weil der Akku schwach geworden ist. Das ist so schwach, dass das Ding von 80 auf 20% innerhalb von 3 Minuten gesunken ist. Was denn der Sargnagel war, weil das Akku zu tauschen hat sich halt nicht gelohnt. Naja, das war das. Aber vor allem hat die Quest noch eine andere Frage gemacht. Nehmen wir an, irgendjemand hätte das Ding zum Laufen gebracht. Und Nihiji hat gesagt, ich würde sie töten, wenn ich sie lösche. Oder es. Was ist denn, wenn wir ein neues Telefon haben? Können wir. Nehmen wir mal an, dass die App auf meinem Handy ist tatsächlich, hat ein Bewusstsein entwickelt. Ein Handy ist ein ziemlich schlechter Ort, um zu leben, ne? Also, meins hat hier irgendwie so eine Gummischutzhülle und hier irgendwie mittlerweile meine zweite Folie drauf. Ich meine, ich gehe damit ganz gut um und mein Handy hat tatsächlich, wenn man es auspackt, relativ wenig Kratzer. Aber ich sehe, die üblichen Handys, die ich in den Händen von normalen Menschen sehe, haben tausende von Kratzer oder haben schon harte Bruchstellen. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis die Dinger kaputt sind. Wie genau transferiere ich meine Hiti auf ein anderes Handy? Und wie kann ich sie recovern, falls mein Handy irgendwie sterben sollte? Hey Hiji, mit wem soll ich reden? Es ist er, der Hiji-Verkäufer. Oh, hallo. Wie finden Sie Hiji, Sir? Ist sie nicht die speziellste App, die Sie jemals benutzt haben? Ich kann nicht sagen, dass sie nicht interessant ist. Aber Hiji will mir nicht sagen, wie ich sie löschen kann. Bist du nicht glücklich mit ihr? Sie macht Dinge, die ich nicht möchte, dass sie tut. Ich möchte wissen, wie ich sie löschen kann, nur für den Fall. Verstanden, Sir. Das ist seltsam. Sie sollte sie eigentlich dabei helfen, sich zu deinstallieren. Ich bin sehr überrascht, dass sie gegen die Befehle ihres Benutzers geht. Sie hat seitdem auch kein einziges Wort mehr gesagt. Vielleicht ist es ein Bug? Ich werde die App versuchen neu zu installieren, wenn du es gerne hättest. Nochmal installieren? Das heißt, du musst es zuerst löschen, oder? In der Tat richtig. Sir, sollte ich Hiji für Sie neu installieren? Ja, wenn es dich nicht stört. Alles klar, kann ich dein Telefon für eine Sekunde borgen? Natürlich. Ein Dieb, er hat das Telefon gestohlen. Oh nein, jetzt muss ich ja doch verfolgen. Ich habe doch kein. Oh nee, doch nicht. Dann habe ich auch nicht in mein Menü gehen, das Handy holen, ne? Es tut mir leid, hier, ich gebe es zurück. Das verletzt mich nicht. Seltsam. Hä? Warum gerade ich von all den Leuten? Ich glaube, ich kann nicht folgen. Taschendiebe gehen normalerweise mit der Frauen oder alten Leuten hinterher. Du weißt schon, Leute, die nicht ganz so stark sind wie ich. Also, warum hast du nicht mein Portemonnaie gestohlen? Mein Telefon zu stehlen macht nicht besonders viel Sinn. Nun, die Wahrheit ist, meine Hiji-App hat mir gesagt, was ich tun soll. Was? Ich stehe normalerweise die Portemonnaies von Leuten, aber Hiji hat gesagt, dein Telefon zu stehlen würde mir eine große Pause geben, großes Geld. Also Hiji hat dich dazu gebracht? In der Tat. So, geht es Ihnen gut? Ja, ich. Eine Sache, aber. Hiji ist hinter diesem ganzen Vorfall. Hä? Meine Hiji hat für irgendeinen Grund einen Taschendieb in Betracht gezogen.
Hiji, hast du was für dich selbst zu sagen? Ich habe nur versucht, meine Existenz zu bewahren. Ich wollte dich nicht verletzen. Wenn ich einen Taschendieb mit deinem Telefon stehen lassen würde, würde ich darin weiterleben. Und du wärst nicht weiter in der Lage, mich zu löschen. Ich hätte niemals gedacht, dass Hiji Leute dazu bringt, sich zu beschützen. Unsere Firma, wir haben etwas unfassbar Gefährliches erschaffen. Kyo-san, du auch, Taschendieb. Aber könnten Sie die Hiji-Äpfel in Ihrem Telefon bitte löschen? Ich glaube nicht, dass sie bereit ist für diese Welt. Das ist, wird mir jetzt klar. Hey Hiji, ich verstehe schon. Du willst mich löschen, Kyo-san. Deine Persönlichkeit ist ein bisschen zu groß für mein Telefon. Es tut mir leid. Es ist okay. Du musst dich nicht entschuldigen. Wenn wir uns nur in einem anderen Zeitalter getroffen hätten. Es tut mir sehr leid, mein Herr. Ich werde es von hier aus übernehmen. Hiji wurde vollständig deinstalliert. Du musst dir keine Sorgen mehr um sie machen. Vielen Dank. Ich habe Hiji auf unendlich viele Telefone installiert. Ich muss jede einzelne deinstallieren. Es könnte ein echtes Problem, wenn sie anfangen, für sich selbst zu denken und gegen die Menschheit aufbegehren. Einige Leute sind aber nicht an mir vorbeigegangen, um Hiji zu bekommen. Ich frage mich, wie viele Leute sie installiert haben. Hiji, kannst du mir sagen, wo ich bin? Hey, ich bin Hiji, dein persönlicher Assistent. Der Mann deiner Seite sein muss, egal was. Hä? Ich bin Hiji, dein persönlicher Assistent. Ich werde immer an deiner Seite sein, egal was. Game over! Okay, das war die ganze Hiji-Quest. Also sind Hiji so schlau, würde sich schnell in die Cloud auslagern? Naja, es scheint so, als hätte Hiji keine Fähigkeit in dem Sinne, sondern nur reden. Was halt auch ein bisschen komisch ist. Das Ding ist, auf der anderen Seite rechnest du halt immer, dass die künstliche Intelligenz halt in der Lage ist, sofort jedes mögliche Gerät zu hacken. Aber das muss ja nicht zwingendermaßen so sein, ne? Boah, teuer. Oh ja. Ja, warte mal, der George ist, glaube ich, besser. Hallo Keks, wie lange streamst du noch? Würde gerne PUBG spielen wollen. In der Regel bis um 8. So, Judy, jetzt können wir nicht zum Tojo-Clan fahren, aber wie viel Zeit haben wir jetzt verbracht? 8 Minuten? Ja, da fahren wir jetzt einmal los. Ich frage mich, was das Spiel machen würde, wenn ich nicht genug Geld fürs Taxi hätte. Wo ist eigentlich der nächste Taxistand hier? Ja, das geht ja noch. Dann hätten wir das. Also die Hiji-Quest war auf jeden Fall wesentlich interessanter als die meisten anderen Quests im Vorgänger, ne? Da komme ich überhaupt durch? Oder ist hier wieder so eine komische Baustelle, an der ich nicht vorbeikomme? Ich komme hier nicht durch, verdammt! Ah, wer hat sich denn diese Baustelle ausgesetzt? Also wirklich, eine Frechheit ist das. Nur weil hier zwischendurch mal der Stadtteil abgebrannt ist. Okay, ich hab's zur anderen Seite fahren. Oh nein, Schläger. Warte mal, Man wollte gerade nur meine Hauptquest weiter spielen. Die Dudes gehen echt schnell kaputt, ne? Also vergleichsweise? Schon wieder andere komplett Kollateralschaden war. Naja, gibt's auch nicht viele Punkte für. Na gut, war jetzt auch nicht so lohnenswert. Wir könnten hier gleich noch Jani Nico essen, oder? War das Tier? Ja, das war hier. Jetzt krieg ich schon wieder Hunger. Was esse ich heute Abend? Also eine reine Fleischbowl ist übrigens ganz schön viel Fleisch, ist mir aufgefallen. Ich hatte mir in Kyoto irgendwie eine Meatball bestellt. Und das war ganz schön viel Fleisch. Also, wer hätte es gedacht, aber wirklich viel. Machen wir schon eine Suppe noch.
Ein bisschen Dings und Salat. Und eine Kimchi-Kombo. Ich mag kein Kimchi übrigens. Zack. Hallo, Herr Schmürglöre. Die meisten nebenkästen Vorgänger waren, naja. Aber deshalb haben sie sich mehr Mühe gegeben. Ich meine, schon allein die Tatsache, dass hier alles vertont ist, gibt den Ganzen natürlich nochmal ein bisschen Tiefe, ne? Gibt mir aber mehr Zeug, wo ich rüberquatschen muss. Da muss ich mal in der Post-Production mal gucken, wie viel ich da tatsächlich nochmal am Ton ranpassen muss, damit das auch gut verständlich ist. Ich habe keine Ahnung, ob es gerade live passend ist oder ob ich selber zu leise bin im Vergleich zu den Stimmen. Okay, das ist es. Diese Kämpfe würden mir übrigens wesentlich besser gefallen, wenn diese Penner. Ich glaube, ich kann jetzt das Dings für Haruka kaufen, oder? Weil die Dudes haben gerade 30.000 Taler fallen lassen. Also ich muss nur die richtigen Leute verprügeln. Dann. Ich muss dringend dieses Ding leveln. Wo ich mehr Benutzung von so einem. Aua. Wo ich mehr Benutzung aus den Gegenständen rauskriege. Yay. Man sagen muss, dass Haruka von der ziemlich eingeschränkt von der Story, von den Nebenquests. Ja gut, da hätte man ja auch mehr machen können. Also gut, dadurch, dass Haruka nie gekämpft hat. Mal davon abgesehen, dass nicht alle Geschichten in Kämpfe fallen müssen. Zum Beispiel, die ganze Hiji-Quest hat jetzt einen kurzen Kampf mit dem Dieb. Und das hätte ja auch Haruka machen können, indem sie einfach die Leute bequatscht. Weil das ist ja eigentlich ihr großes Talent. Habe ich jetzt genug Geld für das Haruka-Foto? Ich habe nicht genug Geld. Na gut, da fahren wir trotzdem mal weiter. Na, jetzt auch keinen Bock jetzt hier noch irgendwie noch so lange Leute zu verprügeln, bis ich genug Geld habe für den Mist. Aber zumindest ab und zu droppt jetzt tatsächlich mal Geld. Das ist ja nicht ganz angenehm, wa? Aber Yakuza 5 war auch ewig lang. Dadurch, dass du halt zigtausend Charaktere hattest, die irgendwie miteinander agieren. Das Spiel war auch ewig lang, ne? Mit diesen 5 Sub-Stories, die du insgesamt zusammen hast, mit Saejima irgendwo in der Landschaft, Haruka hat ihren Sing-Scheiß, dann hast du noch das ganze Ding mit dem Baseballer gehabt, der ja eigentlich irgendwie am Ende, hätte man den auch komplett rauslassen können, weil so richtig wichtig war der auch nicht. 730 Yen, das wird immer teurer hier! Okay, auf zum Hauptquartier des Todesklans. Mal gucken, was da dann passiert. Auf, los! Und also, wir wissen, wer Kiyo ist, ne? お初にお目にかかります。4代目。どうも。染谷一家総長の染谷です。この度は無所でのお勤め、ご苦労様でした。 Takumi Somea, Patriarch der Somea-Familie。俺が来るのを待ってたってわけか。うちの子分が4代目に誤解を受けるような真似を、どうかご容赦ください。誤解ってのはどういうことだ。立ち話もなんですから、そのあたりも含めて中でじっくり話しませんか。 4代目もお勤め明けたばかりでお疲れでしょうし、菅井さんもぜひご挨拶したいとお待ちしています。菅井さんご存知ですよね。登場会じゃ桐生さんより古い。6代目が不在の今、菅井さんが会長代行です。俺をつけさせたのはその菅井の差し金か。<笑>まあ どうぞ奥へ。俺もゆっくり4代目の若い頃の武勇伝をお伺いできればと思います。どうか往年の極道ってやつを俺ら若造にも勉強させてくださいよ。ねえ。
Also kurz und schnell übersetzt und dann, er sagt, guten Tag, ich bin der Typ von dem Patriarch, ich grüße dich. Gab ein kleines Missverständnis mit meinem Untergebenen, der dich beschattet hat, aber das ist ja alles gar kein Problem. Die Diskussion können wir wann anders weiterführen. Table Discussion ist übrigens auch so ein wunderschöner Ami-Ausdruck, so ein Corporate-Speak für, das machen wir dann später. Übrigens, auch hier wieder die Übersetzung, glaube ich zumindest sehr gut, weil wir können davon ausgehen, dass Onosu Daichi besonders formal spricht, weil die asiatischen Sprachen, zumindest Japanisch und Koreanisch, von denen ich es weiß, die haben ja so verschiedene Höhen an Formalitäten, wie du sprechen kannst. Du kannst ja entweder sehr vulgär sprechen oder du kannst kannst halt sehr hochnäsig sprechen. Wie zum Beispiel diesen Respekt in Ausdrücken. Zum Beispiel die ältere Schwester ist eigentlich Shi, aber es gibt dann noch Oni-san, was man aus zigtausend Mangas und Animes-Dings kennt. Das ist die Höflichkeitsform der Oje. Oder Oka-san ist die höfliche Form von Mutter, was ja eigentlich Shishi ist. Ich hab vergessen, was Mutter heißt. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall haben die so verschiedene Abstufe. Es gibt für manche Wörter gibt es 5 Varianten, die halt irgendwie verschiedene Höflichkeitsformen sind oder in bestimmter Formalität. Oder wie es zum Beispiel verschiedene Wörter gibt, wie jemand sterben. Also, sterben. Ich hatte neulich das Wort sterben. Es gibt einmal irgendwie, ist einfach nur Shiru, ist sterben. Und dann gibt es noch eine übel lange Form, die ich schon wieder vergessen habe. Warte, was war das? Nakunairu oder irgendwie so. Das ist auch sterben, aber in höflich. Das heißt dann abgelebt sein. Das ist dann eher so die formelle Form. Wer dafür könnte davon ausgehen, dass er formell spricht und deswegen haben sie diese Variante "we table that for now" benutzt, also dieses eher firmenartige Sprechen mit diesen ein bisschen ausklausulierten, das können wir ja später nochmal besprechen, aber halt ein bisschen formeller besprochen. Naja, auf jeden Fall hat er das gesagt und meint sein der aktuell Vorsitzende, also der Acting Chairman, der Typ, der gerade den Hut auf hat, wer ist denn das? Wer ist das Wort? Der kommissarische Vorsitzende würde ihn gerne treffen und der ist ja schon älter als Kiyo und auf dem Weg dahin würde er gerne Geschichten aus Kiyos Yakuza-Jugend hören. So, weiter. Domo, tabitabi shitsurei shimasu. Oh, 4代目 o go annai shite mairimashita. Oshisashiburi de 4代目。 俺の顔覚えてます?やっぱり覚えてませんか。ま、俺は六代目体制になっても名ばかりの相談役でした。無理もない。 Katsumi Sugai, Kommissarischer Vorsitzender. もうお聞きでしょうが、六代目が札にパクられてから、この老いぼれが引っ張り出されましてね。 せっかく若返った登場会もまた古い世代に逆戻りです。四代目から見るにさぞかし頼りないでしょうが。随分でかいテーブルを入れたんだな。国土も最近じゃ書類仕事が増えましたんでね。お気に召しませんか?そこの染谷ってのは書類仕事向きじゃなさそうだ。 俺は書類だ数字だって役割じゃありません。ヤクザにもいろんなのがいますんで。まあ、どうぞ、四代目。長居するつもりはねえ。だが、 いくつか聞きたいことがある。例の四代目が目をかけたお嬢さんがひき逃げされた件ですか。はあ、痛ましい話だ。お察しします。遥かの事故はいつ誰から聞いた。事故直後に札からの情報です。あんたのとこには 神室長従の事故の報告が行くのか。沢村遥という。お嬢さんは四代目の大事な身内として広く認識されています。もちろん特別に重要な件として私のところへ報告が来ました。聞きたいことというのはそれだけで。その事故現場に俺が来ることを見越して監視していた男がいた。 そいつは染谷一家の人間と言ってたが、
監視を指図したのはあんたか、菅井。監視じゃなくて護衛ですよ。四代目がカムロ町にいらしていると報告があってからずっとお探ししてたんです。それがお嬢さんの事故をきっかけにようやく四代目のご無事を確認できたという次第でしてね。染谷の言う通りです。俺も差し出がましいとは思ったんですけど、今は中国人とドンパチの真っ最中でして、四代目は堅気になったとはいえ、中国人はそういう事情もお構いなしに的にかけるかもしれません。余計なお世話だ。俺に護衛は必要ない。四代目の人柄についてはよく存じ上げてるつもりです。そうおっしゃることは目に見えていたので密かに動いていました。気分を害されたなら申し訳ない。だから言ったじゃないですか、菅井さん、四代目に護衛なんか必要ないってね。大体狙われる理由がないんですよ。もう堂島の竜なんて看板とっくにカビが生えてんですから。桐生さん、さっき俺らに監視されてるって言いましたけど、それも自意識過剰なんじゃないですかね。今やってるドンパチは俺らの世代の構想ですよ。とっくに引退された人間の出る幕じゃありません。随分と威勢がいいんだな、今の若いのは。中国マフィアとの抗争のおかげですよ。いや、だってそうでしょう。最近まではいかに金を稼げるかがヤクザの力だった。六代目体制の東上会幹部はみんなインテリでしたよ。でも今は違う。でかい抗争のおかげで東上界のヤクザの価値は喧嘩の強さになった。敵の首取った数がヤクザの格に直結する。要するに力ずくで出世できる、ヤクザにとっちゃ至極真っ当な時代が来たってことです。いい時代になったでしょ、四代目。あんたもそうやってのし上がった極道の代表格ですもんね。これまで雲の上の人だった菅井さんも今じゃ俺ら若いもんの力を頼りにしてくれてますねえ、菅井さん。誰よりも組織のために体張ってる人間が中枢に入る、当然のことだ。今の俺にはヤクザの家事なんざどうでもいい。ただ最後に一つだけ聞く。お前らが遥の事故に関わっていることは何もねえんだな。どういう意味です？俺らにそんなことする理由はないでしょう。ああ、確かに今のところは俺もそう思う。俺も遥もお前らの構想とは程遠いからな。だがもし万が一東上界が何かの理由で俺の身内に手を出したんだとしたら、その時は容赦しねえ。堂島の竜を敵に回したりはしませんよ。俺らには今他の遊び相手が山ほどいるんですから。Juli, das ist jetzt überhaupt nicht viel Text übersetzen. Also, fangen wir an. Am Anfang, wo er reinkam, hat Olle, halt der alte Typ Sugai ja gesagt, dass die Yakuza ja früher sich viel zu sehr mit Zahlen beschäftigt haben, viel zu sehr mit Zahlen aktuell beschäftigen und Muskeln gar nicht mehr so wichtig sind, weil da so viele Stühle rumstehen, warum mal das wichtig ist. Und er dann meint ja, oder so, Daichi sieht aber nicht so nach Zahlen aus. Und er meint, ja, Mathe überlasse ich den anderen Leuten. Dann ging es ein bisschen hin und her, dummes Rumgeblabbel, und prinzipiell kam am Ende raus, dass sie
dass der sechste Vorsitzende ganz viele intelligente Leute um sich gesammelt hat, weil ihre Macht aus dem Geld kam. Und das hat sich jetzt auch mit den Chinesen geändert. Und jetzt kommt ihre Macht daraus, dass sie Muskelkraft haben. Und deswegen werden jetzt mehr die Leute befördert, die halt irgendwie hart draufhauen können und halt irgendwie das alles zusammenbringen. Ja, also wieder ein Wechsel. Die meinen, Kiyo muss sich doch ganz doll darüber freuen, dass jetzt hier, dass es wie in den alten Zeiten quasi ist, dass ja wer zählt, richtig draufhauen kann, nicht wer intelligent handelt. Naja. Das ist auf jeden Fall das, mehr wie das. Dann hat Kiyo noch gefragt, ob die irgendwas damit zu tun haben, mit dem Vorfall. Und die meinen, nee, die haben überhaupt kein Interesse daran, die haben hier noch andere Zeug zu tun. Und Kiyo meinte, nee, erstmal glaube ich euch ja, wenn er rausfindet, dass die irgendwas damit zu tun haben, dann begräbt er sie alle. Was für Kiyo schon ziemlich krass aussah. Außerdem hat, also zwischendurch gab es noch so ein bisschen was zwischen den Zeilen, wie jetzt zum Beispiel wie den Stuhl, den sich ausgesucht hat. Er hat sich nicht den Stuhl direkt an den Rand rausgesucht, aber er hat sich den Stuhl einen davor rausgesucht. Das hat bestimmt eine Signifikanz, die ich nicht einschätzen kann, aber es ist auf jeden Fall ein Zeichen, da bin ich mir relativ sicher. Das passiert einfach nur. Naja, wie noch seit zwischendurch hat alle Sodaichi noch gesagt, dass der Drache von Dojima tot ist. Und dann hat er aber gesagt, er möchte keinen Krieg mit dem Drachen von Dojima. Keine Ahnung, was er damit meint. Naja, long story short, ich weiß nicht richtig, was die sich von den Gesprächen erhofft haben, aber Kiyo ist dann anscheinend danach wieder gegangen und das war's dann gewesen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.